Die Flüchtlingskrise war eines der prägenden Themen dieses Jahres. Auf die wichtigsten Geschehnisse 2015 blickt heute die Sendung im Zentrum zurück. Die Diskussion bei Ingrid Thurnherr beginnt um 22 Uhr in ORF 2. In den Vorarlberger Städten Bludenz und Hohenems ist heute die Bürgermeisterstichwahl wiederholt worden. In beiden Städten hatte der Verfassungsgerichtshof Unregelmäßigkeiten bei den Wahlkarten beanstandet. In Bludenz konnte der ÖVP-Bürgermeister sein Amt verteidigen. In Hohenems verliert die ÖVP erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg das Amt an die FPÖ. Gegen 14 Uhr steigt blauer Rauch auf in Hohenems. Der umstrittene Freiheitliche Dieter Ecker entscheidet die Wahl zum Bürgermeister für sich. Mit mehr Stimmen als erwartet. Es ist heute der Tag der Gerechtigkeit in Hohenems. Im Wahlkampf 2009 sorgt Ecker für Empörung. Er nennt den Direktor des Jüdischen Museums Hohenems einen Exiljuden aus Amerika. Und er verweigert die Entschuldigung bis heuer im April. Als Bürgermeister wird Ecker jetzt seinen Posten als Landesparteichef und Clubchef abtreten. Seit 1945 stellt durchgehend die ÖVP den Bürgermeister in Hohenems. Der bisherige Amtsinhaber über den Verlust. Ende der Vorstellung. Richard Ammann will noch heute sein Büro räumen.